Trainings werde ich sehr häufig gefragt, welches neue Feature denn zu welcher Version dazugekommen ist. Natürlich kann ich mir das nicht alles merken. Ich kann aber in der Suche hier oben nach Versionsübersicht suchen und auf der Folgeseite dort nach Camtasia Studio Versionsübersicht. Hier sehe ich jetzt bis zur Version 5.0 zurück jeweils die neuen Features und die Fehlerkorrekturen, die von Version zu Version hinzugekommen sind.